Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin der Cherry Ferry LP, aber ich bin heute nicht allein. Ich habe etwas moralische, technische und begeisterte Unterstützung hier bei mir. Und zwar darf ich begrüßen den Nerd LP. Hallo meine Freunde und willkommen beim Projekt vom Cherry. Jo, kein Plan. Eigentlich wollten wir Daylight aufnehmen, das ist so viel mal vorne weg, aber irgendwie kam das ja jetzt hier so zu, wie sagt man noch, Komplikationen und ich muss wieder die Taste finden. Ich glaube, die war's. Ja. Jeder Einzelne. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Geschenke, 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 Geschenke. Ist denn heute schon Weihnachten? Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Fuck. Ach, Menno. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Hihi. Ja, will man gar die Leute begrüßen. Die kann man direkt wieder in die Fresse halten. Ja, es ist irgendwie hier dieses ewige Problem. Mit den komischen Zwischensequenzen hier. Das ist ganz schlimm. Ich muss jetzt hier irgendwo hinrennen. Boah, warum kletter ich nicht einfach? Ja gut, das ist jetzt Metal Gear, wo du ungefähr eine Dreiviertelstunde lang ruhig sein musst. Boah ja, Metal Gear ist ja noch schlimmer, oder? Ich meine, bei Deus Ex war es halt auch stellenweise mit den... Ja, hast du es eigentlich geguckt? Das habe ich ja fertiggestellt jetzt hier. Also The Fall. The Fall habe ich noch nicht ganz durch. Da hast du ja jetzt vor kurzem erst den 10. Part öffentlich gemacht. Oh. Ja, ist richtig. Das Witzige war, dass das Spiel eigentlich, also ich habe es mir direkt gekauft, weil ich einfach Deus Ex-Fan bin, ja. Es hat so viele schlechte Reviews gehabt einfach, weil es, weil halt einiges jetzt nicht so toll war wie in den vorherigen Teilen. Du hast ja bei den Grafikoptionen hast jetzt auch nicht unbedingt so viel gehabt. Fuck you. Ja gut, für dieses aber relativ schlechte Add-on, das jetzt halt war, soll das nächste Deus Ex wieder weitaus besser werden und sich bald wieder mehr am Einser orientieren. Oh, das heißt wesentlich noch krassere Story. Ja, und geschichtlich soll es dann entweder direkt nach Human Revolution spielen oder nach Invisible War. Invisible War? Oh, das habe ich ja noch gar nicht durch. Ich will mal gucken. Soll auch wahrscheinlich die Frage geklärt werden, wie inwieweit Jensen und Denton zusammenhängen. Okay, da bin ich mal gespannt drauf auf jeden Fall. Also ich fand The Fall fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht, aber hat einfach ein bisschen was gefehlt. Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Ein Schelm, der Böses denkt, wenn er das hört. Ein Schelm? Oh, ist die fett. Die bückt sich für Big Mac von der Bösch. Boah, wie gegen, Moment, nee. Rammen, stoßen. Willst du die jetzt wirklich stoßen? Ich knall die jetzt hier. Du knallst die auch noch. Oh ja. Verdammt, jetzt nagel die nicht an die Wand. Moment, wie schlage ich? Also Kniestoß ist so. Ne, Kniestoß. Doch, das ist Kniestoß. Schlagen ist so. Oh ja. Da stehst du doch drauf, ha? Na egal. Ein bisschen Interaktion muss ja mal sein. Normalerweise mache ich so einen behinderten Scheiß nicht. Das ist mein guter Einfluss. Mit ja. Sicherheit mein guter Einfluss. Ja, ich glaub's auch. Ah, der gibt Geld. Die Geldnutte hier. Ja, bleib auf dem Weg. Das ist genau die Richtung, Bro. Solltest du da nicht ein wenig schlängeln? Nein! Warum? Warum schon wieder? Weg da! Ihr Spastis, ey.
Ich werde das Gefühl nicht los, du rennst nur halb so schnell, wie du könntest. Oh Gott. Mein Gott. Na komm. Was? Ey, der bescheißt. Oh, hast du die eine Folge gesehen, wo der Typ einfach komplett irgendwie... Jetzt... Ja! Money in the bank, yo. Nochmal. Komm. Dass du die Jungs am Leben lässt, wundert mich. Also, ja, wenn du die killst, also du musst die ja nicht killen, das ist ja das Interessante. Also das habe ich auch erst irgendwann herausgefunden, dass ich die eigentlich gar nicht umbringen muss. Wo bleibt denn der ganze Spaß? Ja, nee, es reicht einfach, wenn du die umtackelst. Ich glaube, so ist es auch gedacht. Ich meine, als Assassine musst du ja nicht immer alles sinnlos töten. Ja, das ist ja nicht sinnlos. Der Typ könnte dich ja verraten. Nee, der hat aber so, schon so einen unheimlichen Schiss, wenn man ihn einfach schon umtackelt. Der hat schon einen Schiss, mit einer Schädelwumme. Ja, klar. Er rennt ja direkt weg. Oh, komm. Das ist... Ich vermisse einfach diesen Kletterhaken. In welchem Teil war das nochmal? Das war nicht in Assassin's Creed Brotherhood, wo er Brotherhood ist, ja. Ah ja, das steht da hinten noch im Schrank, das würde ich auch noch spielen. Konstantinopel müsste das gewesen, wo du dann die eine Tussi kennenlernst. Konstantinopel, wo du deine Tussi so durch. Ja, wenn mir jetzt nur der Name einfallen würde, der Typ verfolgt dich. Warum hast du den jetzt eigentlich nicht getötet? Weil ich den getackelt habe, das reicht. Dann komm ich schnell genug wieder weg. Ich muss ja eigentlich eh nur über die halbe Map rennen jetzt, weil da hinten irgend so ein komisches Gedöns ist. Warum ist hier jetzt kein Teil zum Runterspringen, ey? Es kotzt mich gerade wieder total an. Ja gut, wenn du ihn aber getötet hättest, wärst du... Ja, da hätte ich ihn nicht getötet. Ja, also das ist mir doch egal. Der rennt mir eh nicht ewig lang hinterher. Wenn doch, ist auch egal. Die können dir vom Süden bis zum Norden der Karte hinterher rennen, wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss, kriegen sie auch nochmal nicht hin. Da bin ich jetzt eh gleich auf dem Pony Express. Warum reite ich eigentlich eher? Stimmt, das erste Mal muss ich selbst hinreiten. Ich nehme heute mal das braune Pferd. Ist ja normalerweise nicht so mein Ding, aber naja. Moment, wo war die Karte nochmal? Muss man aber zwei wirklich durchreiten? Die Karte ist jetzt, in die Berge. Ah, gut. Das heißt also hier einfach den linken Weg in die Berge. Oh Gott. Ja, Pony, please. In die Berge, nicht ins Gebüsch. In die Berge nicht mal nicht so wörtlich nehmen. Die Pferde im Spiel sind halt schon durchgedreht, ne? Ja gut, das... Wirklich in die Berge reisen? Dam, 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 dam. Tada! Ich sag mal so, die Pferde hier lassen sich sogar noch schlechter steuern als die bei Abenteuer auf dem Reiterhof. Das ist leider richtig. Ich finde die Steuerung generell so hakelig. Oh, bei Dead Space hatte ich ja das ganz interessante Problem. Ich weiß nicht, ob der erste Part, wo ich ja nicht durch die Tür kam, das hing einfach, das muss man sich mal vorstellen, das hing einfach zusammen mit der Framerate, weil ich eine viel zu krasse Framerate generiert habe. Oh nee. Do you even lift? It looks definitely like he does. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Oh Gott. Rebel Eva can search the sky. Think about it every night and day. Spread Dr. my Kutsche an. Geh away. Oh Gott. Ich hasse die Mission. Die Mission ist eigentlich relativ. Das ist eigentlich meine Lieblingsmission. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt funktioniert, weil ich hier manuelle komische Maussteuerung habe. Ja, das wirst du jetzt gleich lernen, wie das funktioniert. Gott. Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. They want that D. They want D. Ja. Sorry, das war übrigens... Muss ich hier irgendwas machen? Ja. Ja, steuern solltest du. Steuern? Ah, okay, gut. Du kannst halt auch... Ja. Ah, oh, okay. Muss ich hier ausweichen oder muss ich die... Durchs Lenke kannst du die halt... entweder wieder von der Kutsche schmeißen.
Okay. Halt AAG die Berge fahren, damit sie halt direkt runterfalle. Oh Gott. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Warte aber einfach besser, bis du drauf stehe, weil anschauen stehe. Schade, denn du kriegst, wenn du geht bergfahrst. Genau. Ja, ich wär so wahrscheinlich eh schon gegen den Berg düsen. Wow. Oh, das zieht ja richtig derbe ab. Verdammt. Fuck. Wow. I have no control. Oh Gott. Ja, beschreib doch ungefähr deinen Autofahrstil. Hey, ganz ruhig hier, Freundchen. So eine Pferdekutsche ist was ganz anderes. Boah, ich weiß noch, aber die habe ich auf der PlayStation 2, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich das müssen, glaube ich. PlayStation 3 dann. PlayStation 2 gab es das nie. 2, 3? Ja, stimmt, 3. Oh Gott, bin ich alt. Da muss ich das 2, 3 mal machen, weiß ich noch. Warum kriege ich keinen Heal? Den willst du nur bekommen, wenn du gleich den Checkpoint erreichst und stirbst. Ah. Solltest du aber eigentlich in einem Rutsch schaffen. Erstmal durchs Feuer. Also so nett, aber... Ich glaube, wenn man brennt, ist erstmal vorbei oder so, gell? Nö, wenn du brennst, ist... Ja, das... Kriegst halt ein bisschen Schaden oder sowas, kein Plan. Das ist nicht wirklich so schlimm. Schlimmste Stelle kommt noch, aber das solltest du den Typ da oben auf dem Dach besser mal los, ja. Ja, war dabei. Ah, die komischen Äste, das geht doch auch. Jupp. Wir müssen warten, bis der zweite oben steht. Auf. Nicht aus dem Spiel raus. Oh Gott. Die Einrastfunktion, nein! Das war jetzt ein echt unwürdiger und unfairer Thron. Nee, pass auf, ich sag dir. Ich sag dir gerade, woran das liegt. Das ist nämlich genau die Tastenkombination, die du hast für die Einrastfunktion. Das heißt, ich muss dir um jeden Preis abschütteln, weil ich auf jeden Fall anders um die Einrastfunktion nicht drumherum komme. Das ist... Oh Gott, gleich zwei mitgenommen, super. Ja, nee, die zweite bist zwar durch, hat's aber nicht realisiert. Okay, gut. Dann ging das ja noch. Also hast du einfach nur einmal Schaden getriggert, von daher... Ich kann hier beschleunigen, bremsen, beschleunigen. Beschleunigen und bremsen dürftest du eigentlich auch können, ja. Wenn ich hier durch die Dinger durchfahre, muss das auch aufgehen. Ah, also. Nee. Ich darf einfach nur keinen rankommen lassen. Ja, wäre besser. Gut. Dann konzentriere ich mich drauf, die runterzuwerfen, dann könnte man ja vielleicht durchkommen, weiß nicht. Solltest du auch, weil das dürfte jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Okay, jetzt muss ich die abwerfen. Ah, der will nicht! Oh Gott! Ja, nee. Echt blöd. Das ist echt blöd. Muss ich vielleicht die Tastenkombination hier jetzt schnell umbauen oder sowas auf irgendwas anderes? Oder du zeigst endlich mal einen Skill. Was? Das ist von mir nicht zu erwarten, also nicht sonderlich. Aber ich zeig's dir, das ist halt wirklich dumm. Steuerung anpassen. So, hier. Leere Hand ist nämlich Umschalt. Dann mach das doch gerade auf Steuerung. Ich habe noch eine Maustaste. Warum? Achso, hast du nur die Linkpalette das? Oder? Ja, es sind nur die zwei Maustasten jetzt, also mache ich vielleicht hier noch die Taste 4, genau. Was sind Taste 4 bitte? Das ist hier. Achso, Gaming-Maus halt. So. Okay. Oh Gott! Das ist okay! Oh Gott! Stürzen wir uns in den Tod! Arriba! So, ich komme jetzt von außen dran vorbei, da komme ich nämlich hier durch. Schön nach innen und fährst die Ideallinie. Ja. Yeah. Alright, Bro. Ha! Warum? Hey, die sind hier voll. Was? Wo kommt der angesprungen, Mann? Das geht mal gar nicht. Von links. Der hat beschissen. Hat er auch, aber du solltest vielleicht dich darauf konzentrieren, die. Ja, ist gut. I try.
Don't try, do it. Oh my god. Don't run into foreign objects. Oh Gott. Ich kann auch gegen die Wand fahren. Lol. Du kannst auch das hier tun. Was? Ja, du, Habt ihr noch ein bisschen Zeit hier, liebe Zuschauer? Oh mein Gott, das ist wirklich deine Aura. Take Nummer 4, das ist meine Kaiser-Aura. Ja, Take Nummer 4. Aber ich habe keine scheiß Safe States! God damn. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen unfair an dieser Stelle. Ich will Safe Staten. Nee, da bräuchtest du jetzt einen Emulator. Für ein PC-Spiel, auf dem PC. Oh Gott, schon direkt auf. Na, du Wichser. Okay, kannst also doch beruhigt gegen die Wand donnern. Scheint so, ja. Ja, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Aha! Hilft ja trotzdem nichts, wenn du die ganze Zeit in die Karren und Säcke rennst. Hey, ich gebe mir gerade echt Mühe, ja. Verdammt nochmal, warum haben die da springen gelernt? Kein Plan, irgendwo gut. Oh mein Gott! Fall endlich runter, du Pisser. Ich weiß jetzt nicht, wie du das gemacht hast, aber du hast zwei auf einmal in die Hölle geschickt. Direkt in die Hölle. Oh Gott, nee, ich glaube, es kommt noch einiges, aber es müsste jetzt bald... Nee, es kommt nicht mehr viel. Du dürftest gleich die Minigun übernehmen eigentlich. Ah, die Kutsche ist doch tot. Fast. Und ich habe keine Steine. Oh Gott. Na, es dürfte scharf, wenn nur der Brück ist eigentlich, ja. Oh ja, Gott sei Dank. Muss ich die jetzt alle töten? Du sollst die jetzt auf jeden Fall mal aufhalten. Wie? Indem du sie beschäftigst und angreifst. Aber wie ging kontern? Gott. Mit der Taste links, die du zum Angreifen verwendest. Ja. Sterb, Mo. Bitte. Der einfachste wird der mit der Rotkapuz. Der kann nämlich nicht countern und nicht Block im Grunde genommen. Ja, okay, gut. Und wenn du deine Umgebung hast, kannst du eigentlich eine Kill-Serie starten. Naja, gerade nicht. Oder? Ja, du brauchst halt so einen Special-Kill. Und dann geht es eigentlich durch. Ah, es dürfte jetzt eigentlich aber laufen. Jawohl, Kameraführung ist immer gut. Bei mir in Kämpfen, absolut. So. Hurensohn. Alles klar, gut, hätten wir geschafft. Und sogar noch in der Zeit. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Innerhalb der Zeit, ich bin überrascht. Durchaus, durchaus. Ich bin stolz auf uns, also auf mich. So. Ja, hast ja nur 4 Versuche gebraucht. Hey, 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 warum? Warum dreht sich hier alles? Oh nein! Siehst du auch diese Linien? Oh mein Gott. Ist das ein Grafikbug? Ne, das ist normal bei einem Spiel, gell? Schlägereien freigeschaltet. Ne, ich erinnere dich jetzt nicht an Slender. Oh Gott, der arme Kerl. Ich habe genau dieselbe Stelle nochmal getroffen in Horsts Part. Das war richtig übel. Ja, es dürfte der eine Part sein, der bei mir oben ist. Oh Gott, was ist denn das für ein scheiß Icon hier, das riesengroße. Oh, Assassinengrab. Boah, kann man's. Boah. Framerate, please. Ja gut, du bekommst gerade mehr als 2 Menschen gleichzeitig dargestellt. Schatztruhe, da war eine Schatztruhe. Wo? Warte, ein Stück zurück. Neben dem Haus. Bitches. So, absitzen muss ich jetzt aber lenken, dass ich dran denke, dass ich schon was hab. Ausrasten, dass du was übersehen hast. Ich glaube, das kam bisher noch nie vor. Zuschauer. Das mag an dem Mangel der Zuschauer liegen. Nee, nicht unbedingt Mangel, also genauso viel wie bei dir. Sag ich doch. Vielleicht stellen wir sogar noch ein paar mehr. Nee, aber ist ja kein Problem. Ich meine, mir ist es egal, wie viele ich habe, solange ich die richtigen habe.
Ja, mir ist übrigens mal aufgefallen, dass Abenteuer auf dem Reiterhof mein beliebtestes Let's Play ist mittlerweile. Deine Zielgruppe sind 13-jährige Mädchen. Fünfjährige Mädchen. Pardon. Ja, nee, die knacken ja noch. Ja, so ein bisschen. Was machen wir jetzt hier noch? Ich bin eigentlich einfach nur... Oh mein Gott. Wie lange haben wir bisher? Ich glaube knappe 20 oder sowas. Knappe 20? Ja, knappe gut. 20. Dann... Ich mache eigentlich mal so... Ich hab's vergessen. Ich Aussichtsturm mache. Damit die Maps langsam. Ja, stimmt, weil bis ich jetzt hier den das Assassinengrab habe, ist rum. Ja, das. Gut, dann nehmen wir noch einen ein oder anderen Aussichtspunkt mit, das ist eigentlich eine Idee. Aber ich habe hier nur einen. Den einen Aussichtspunkt? Nehmen wir den einen Aussichtspunkt. Total falsch. Hey. Boah, oh mein Gott, diese Kamera! Oh mein Gott, dieses Pferd! Ja, es ist weiß. Ich hab ja müssen mein Bimbo-Pferd abgeben. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, ich mag aber das Braune lieber. Oh mein Gott. Ja. Was? Wie schaffen bitte fünf Typen ist ein... Ja, gib's ihn. Zeig's ihn, Bertha. Autsch. Bertha, aus. Bertha, aus. Brav. Zählt das eigentlich als Kill, wenn Bertha dafür sorgt, dass einer dieser Menschen stirbt? Ich hab keinen Plan. Ah, was mache ich? Ah, ich kann mit dem Pferd nicht rammen. Okay, gut, ich hab's verstanden. Ich hab's begriffen. Du kannst halt einen Luftkill dann erzielen. Psing! Schatztruhe! Komm mal gleich auf den... Rückweg. Rückweg, ja. Glückweg! Ah, die Turmkletterei hat mir eigentlich immer unheimlich viel Spaß gemacht. Weil ich mag das Level-Design einfach, es sieht dort unten halt wirklich einfach so aus. Also ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, es sieht einfach wirklich so aus. Zwar nicht mehr ganz so prähistorisch-romanisch, aber es lässt sich alles noch erahnen, ist einfach sehr schön. Ja gut, generell was diesen Tal betrifft, waren wir halt am Ende von der Realschule auf Klassenfahrt in Italien, wo dann halt die ganzen Gianni dabei waren. Ihr auch, ja, cool. Das siehst du dann halt in San Gimignano während der Führung. Guck mal, da oben sind wir runtergesprungen. Ja, genau, so ging es mir in Venedig. Oh, das hab ich jetzt vielleicht sogar gespoilert. Nee, ich glaube, du kannst bei dem Spiel nicht mehr viel spoilern. Nee, glaube ich auch nicht. Es wurde ja auch vorhin schon erwähnt, dass irgendwie hier Venedig und bla einfach ein Thema ist und das wird man schon sehen. Gut, aber dann schauen wir doch mal, ob jetzt Daylight endlich bereit ist. Und dann nehmen wir noch ein paar Folgen Daylight auf. Auf jeden Fall hier, guck mal, coole Folge. Assassin's Creed 2 zu spielen, macht auf jeden Fall mal gute Laune. Soweit, würde ich mal sagen. Ja, ich wäre gerne wieder dabei. Ja klar, das könnte man auch öfter tun. Er ist ja, da muss man vielleicht noch dazu sagen, er ist ja im Moment ein bisschen, nicht B, sondern verhindert, weil sein... Rechner in Rauch aufgegangen ist. Kauft euch mein Wohnzimmergrill. Wohnzimmergrill, ja. Das ist mein Wohnzimmergrill. Kauft euch keine MSI Motherboards. Die Dinger sind evil. Ah, da haben wir noch einen. Ich habe den einen schon genommen. Dann nehme ich gerade. Dann habe ich den anderen jetzt noch, genau. So, nehmen wir auch noch mit. Oh, aber hey. Hauptsache man macht das hier. Hey, was willst du? Was heißt hier drüben? Ich sehe nichts. Dann kletter nach oben. Vielleicht siehst du dann etwas. Du läufst durch die Stadt. Hey, hier drüben. Fick dich. Kann ich dich? Wenn ich durch die Stadt laufen würde und jemand würde zu mir sagen, hey, hier drüben, würde ich wohl nicht darauf reagieren. Die beste Reaktion wäre wahrscheinlich einfach zu rennen. Ja, renne und schau nicht zurück. Never look back. Gut, du solltest vielleicht auch nach vorne schauen, ob da eine Wand ist, aber... Naja. So. Näherst dich der Hälfte der Aussichtspunkte. Ah, näher ich mich auch der Hälfte des Spiels. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, hey, wer ruft denn hier jetzt? Ich check das gerade nicht. Darum kümmerst du dich am besten im nächsten Part. Es sei denn, ich finde jetzt, das ist bestimmt der hier, oder? Nee, der andere nicht. Nee, der dürfte. Das beim Ruf mich die Schatztruhe. Ja, die Schatztruhe ruft dich. Los, öffne mich, beglaub mich. Jetzt hier drüben, öffne mich. Hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Ja, das wäre da hinten. Das ist nicht weit weg. Das ist da ja, hinten Moment, bei dem links Ding. Von dir ist ja auch noch Ding halt. Das ist nur ein Taubendings. Das ist doof. Okay, ich würde sagen, machen wir die Folge hier fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, seid auch,
Oder ein bisschen mehr, kein Plan. Ein bisschen mehr an Fail hinzuzugucken, ist mal witzig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed 2. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Peace.